Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Johannes Schlaf, die Dorfkirche. Die Kirche ist ein großer, viereckiger, weißgetünchter Raum mit einer Decke, die aus einigen größeren und kleineren Tonnengewölben besteht. Sie sind gestützt von getünchten Pfeilern und dicken, braunen Holzsäulen. Zwei grünliche, verstaubte Kronleuchter hängen von oben hernieder. Eine plumpe, niedrige Galerie aus braunem, wurmstichigem Holz, in dem eine Legion von Würmern tickt, das sich's anhört, als knistere das alte Gebäude in allen Fugen, läuft oben um den Raum herum. Verwitterte Fahnen hängen herab, verblichene Kränze mit weißen und gräulichen Atlasschleifen und Glaskästen mit Silberkränzen und Inschriften. Über dem Eingang ragt die Empore mit der alten Orgel und ein paar Bänken für die Schuljugend, die sonntags da oben mit ihren hellen Stimmen die Liturgie singt.